Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute Abend, heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal um ein Berufs-Achievement aus The Wolf Inn und zwar finden wir das einmal unter Berufe und dann Alchemie. Und hier haben wir das Achievement überlaufende algarische Fläschchen. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Kennt jedes der folgenden Rezepte, nachdem ihr gelernt habt, einen algarischen Fläschchenkessel herzustellen? Und ja, als allererstes müssen wir einmal wissen, wie wir einen algarischen Fläschchenkessel herstellen. Dafür brauchen wir natürlich einen Alchi und bei Alchemie haben wir hier unten die Spezialisierung und dort müssen wir unter fantastische Fläschchen reingehen und das erste hier, fantastische Fläschchen, einmal auf 30 ausgilden. Und ja, wenn wir das gemacht haben, dann erlernen wir hier einen algarischen Fläschchenkessel herzustellen. Sprich, wir kriegen dann automatisch das Rezept und das haben wir dann einmal hier. Und das ist schon mal der erste Bestandteil. Das nächste, was wir brauchen, ist einmal durch unsere sorgfältige Forschung oder sorgfältige Experimente, die können wir einmal am Tag ausführen und da gibt es dann alle möglichen Rezepte rüber. Und ja, was braucht ihr dafür? Da braucht ihr immer dieses Händchen für Kunsthandwerke, ihr braucht dann einmal einen Kernwegkatalysator, das könnt ihr selber basteln, das ist glaube ich irgendwo hier unten, kommt man das herstellen. Und dann ein paar Kräuter und das könnt ihr jeden Tag einmal quasi ausführen und dann lernt ihr ein random Rezept. Die Rezepte, die ihr lernt, hängen mit den Kräutern zusammen, also wenn ihr bestimmte triggern wollt, dann müsst ihr halt schauen, welche Kräuter die jeweiligen Fläschchen zum Beispiel brauchen und dann nehmt ihr halt die. Ne? Also wenn ihr hier zum Beispiel Meisterschaft holen wollt, dann nehmt ihr diese Singblume oder hier diesen Reiztropfen bei dem nächsten Fläschchen. Also da könnt ihr ein bisschen durchgucken, was ihr da benötigt. Und dann könnt ihr die vielleicht auch so ein bisschen ansteuern. Und wenn ihr dann über die Forschung alle Fläschchen erlernt habt, gibt es auch das Achievement. Ihr könnt vorher schon anfangen, bevor ihr vielleicht genug Skillpunkte habt, um da 30 reinzupacken, mit den Forschungen die Fläschchen zu kriegen. Und ihr kriegt aber erst Credit, sobald ihr den Fläschchenkessel habt. Ne? Vorher gibt es das nicht. So wie ich das verstanden habe, ist es in dem Fläschchenkessel auch so, dass die Leute, die dann die Fläschchen aus dem Kessel rausziehen, ne, den könnt ihr dann zum Beispiel im Raid aufstellen, dann kriegen alle Flasks raus, da sind nur die Fläschchen drin, die ihr selber gelernt habt. Also auch für einen Raid ist es sinnig, wenn euer Alchi möglichst alle Fläschchen kann, sonst geht halt vielleicht der ein oder andere, der jetzt eine bestimmte Flask braucht, leer aus, weil ihr die halt nicht könnt und dann kann das auch nicht aus dem Kessel rauskommen. Selbiges Achievement gibt es übrigens auch noch für Tränke. Ist eigentlich dasselbe Prinzip, da muss man halt einfach nur auf Tränke skillen, da 30 reinpacken und auch wieder über die Forschung die kompletten Tränke quasi einmal kennen. Und ja, das habe ich tatsächlich noch nicht, weil ich auf Fläschchen geskillt bin, werde ich aber dann auch nochmal ein Reminder-Video machen, sobald ich soweit bin. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao!